Hallo und willkommen zurück bei Conqueror's Blade mit mir, dem Max. Und ich habe schon ein wenig weiter gelevelt. Ich bin jetzt schon Level 10 und wir haben diesen ganz begehrten Button da oben, nämlich den Kämpfen-Button. Da können wir nämlich jetzt unter J, nämlich Ausbildungslager KI, das ist quasi eine Schlacht, die ja von KI gesteuert wird. Da kann man mit mehreren Leuten zusammen reingehen und dann eben halt diese Schlacht dann kaputt hauen. Dann gibt es die Feldschlacht. Ich vermute mal, das ist so das erste PvP-Gebiet, wo man halt gegen andere antritt. Und dann gibt es mit Level 12 dann halt diese Belagerungsschlacht. Da muss man dann 15 gegen 15 andere Gegner antreten. Dann habe ich gesehen, hier oben gibt es die Blutschlachten. Ich vermute mal, das ist sowas wie bei Gilden. Also, dass dann halt die Gilden sich gegeneinander auf die Mütze hauen können. Und wir haben ja Expeditionen. Ich vermute, das konnte ich leider noch nicht machen, ich bin noch keine 20, dass das so eine Art Instanz ist, so wie ein Dungeon, wo man halt eben mit 5 Leuten zusammen taktisch vorgehen muss, um dann halt eben eine Schlacht zu gewinnen. Und mal schauen halt eben, dass wir das vielleicht noch hinkriegen mit Level 20. Ich will mir das mal anschauen. Das ist auf jeden Fall erstmal ganz wichtig. Ich habe einige Sachen auch mitbekommen. Ich muss erstmal kurz gucken. Ich habe hier unten was. Ja, also hier sind meine Holzfäller, die leveln auch. Also je mehr man sie verwendet in einer Schlacht, desto mehr XP bekommen sie. Das sieht man hier sehr schön und desto höher leveln sie halt. Dann gibt es hier Ausbildungspunkte, das hatte ich ja letzte Folge schon gezeigt. Das heißt, Veteranenpunkte, man kann diesen Holzfällern Veteranenpunkte auch zuweisen oder den Einheiten Veteranenpunkte zuweisen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, ob man das einfach so machen kann. Ich könnte es einfach mal machen. Schleifstein Level 1. Hier gibt es erhöht den Rüstungsschnittschaden um 1. Das machen wir mal. Wir setzen das mal hier rein. Und dann kann man sozusagen seine eigenen Einheiten hier auch noch skillen. Und das ist natürlich heavy. Wenn man sich mal überlegt, da gibt es ja verschiedene. Mode, Waffen, Flagge, Entwicklung. Ne, getötete Helden. Ne, und so weiter und so fort. Erfolgsquote 100%, ist klar. Einfach noch nicht einmal verloren haben. Einheitenbaum, müsste ich mal sehen, ob man da jetzt irgendwann mal was freischalten kann. 613 Punkte habe ich. Ja, natürlich, da können wir doch was freischalten, oder? Was ist das? Das ist Dorfpatrouille. Freischalten, natürlich, kann ich freischalten, aha. So, wie viel kosten die denn? Dorfpatrouillen, hier unten ist Finstere Ära. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man das hier alles freischalten muss. Finstere Ära erfordert... Forschung beginnen, finstere Ehre erforderlich. Mit genügend Übung und der entsprechenden Motivation kann ein Bauer mit Picke sogar gegen Reiter der Kavallerie verteidigen. Ihr habt Folgendes freigeschaltet. Vorbereitung auf Aufprall, das haben wir auch. Sehr schön. Leibeigene. Weiß nicht, ob man das alles skillen muss. Ich nehme das einfach mal mit. Leibeigene. So, freigeschaltet die Leibeigenen. Mal gucken. Veteranenbonis, die sehen wieder ein bisschen anders aus. Die können heilen oder was? Erhöht die Gesundheit um 6%. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und in der Kaserne können wir das dann herstellen. Einheitenbaum. Gut, was haben wir denn noch an Punkten? 603. Also wir können ja noch einiges hier skillen. Was ist das denn? Domänenpikeniere. Oh, hört sich gut an. Und hier unten nehmen wir mal die mit. Schwertkämpfer der Miliz, wenn ich das schon kann. Nee, dafür brauchen wir... glaube ich, die feudale Ära brauchen wir dafür, ne? Ja, die können wir noch nicht freischalten. Heißt also, wir können die auch noch nicht freischalten. Okay, was können wir denn dann? Nur die Leibeigenen? Heldenlevel und finstere Ära. Ja, den müssten wir doch freischalten können, oder nicht? Dorfpatrouillen, Attribute. Ja, freischalten, hier. Ich hatte nur die falschen Tab. Dorfkrieger. Stärke 30. Jetzt müsste man mal das Ganze vergleichen. Also, Prachtbauern haben Stärke 32, höchstes Level 10, Einfluss 40. Was haben die? Stärke 30, höchstes Level 12 und Einfluss 40. Auch so. Was haben wir denn noch hier? Dorfpatrouillen. Hier unten, das sind die Leibeigenen. Die haben Stärke 32, höchstes Level 10. Okay, also die können irgendwie hier höher. Bis auf höchstes Level 12. Pikeniere, die können wir auch freischalten. Natürlich, machen wir auch. Gefolge des Lehnsherrn haben wir auch. Und die können sogar noch was skillen. Aha, wenn man so sieht hier, es geht hier noch weiter.
Da brauchen wir ritterliche Ära. Und hier brauchen wir Forschung beginnen. Oh, da haben wir aber ordentlich jetzt Punkte eingebüßt. Brauchen wir 200 Punkte. Die kriegen wir natürlich aus den Gefechten wieder. Aber Domänenpikeniere, was können die denn? Stärke 36, höchstes Level 12, Einfluss 80. Ja, die bauen wir doch mal gleich. Also wenn wir hier sehen, der hat Stärke 32, höchstes Level 10. Kann man das auch irgendwie anders vergleichen? Stärke 30. Ah, hier sieht man noch alles. Attribute, Rüstungsstichschaden. Stichschaden 709. Gucken wir nochmal hier. 865 Rüstungsstichschaden, 721. Also die sind ja auch nicht so schlecht. Aber hier ist so ein Sternchen dran. Ich glaube, mit Sternchen, da geht einiges. Die Pikeniere nehmen wir mit. Die können sogar zwei Formationen, Schildron und vierteilte Formation. Oder vierteilte, natürlich vierteilte. Verteilte Information, Mensch. Ich kann heute nicht mehr lesen. Da. So, die haben wenig Geschwindigkeit, Verteidigung fast null. Angriff auch, Kopfzahl halt eben. Antikavallerie, mal gut. Die Prachtbauern sehen genauso aus. So ähnlich. So, Dorfpatrouillen sind auch nicht viel besser. Sind alle nicht so der Bringer. Aber mit irgendwas müssen wir ja anfangen. Okay, ein bisschen hier, Kopfzahl. Gucken wir mal hier, Verteidigung an. Okay, die machen Rüstung Schnittschaden und Schnittschaden, okay. Ja, müsste man mal gucken, gegen was man spielt dann. Und wir können jetzt nämlich auswählen. Domänenpikeniere. Kaserne. Domänenpikeniere bauen. Sagen, die bauen wir doch mal. Was brauchen wir? Kosten Bronzemünzen verwenden. Na, selbstverständlich verwenden wir Bronzemünzen. Kosten für Nachschub 4320. Eieieiei. Und was ist, wenn wir das ohne machen? Kaufen im Auktionshaus? Auktionshaus gibt es auch. Okay, also es gibt hier Belagerung. Ressourcen. Okay, Auktionshaus. Kapuze Schurken. Ah, hier kann man auch noch kaufen. Hier gibt es auch noch ein Auktionshaus. Das wusste ich auch noch nicht. Gut, aber wir gehen erstmal. Diese Funktion wird erst ab Level 15 freigeschaltet. So, also man kann hier noch Sachen kaufen. Irgendwelche Helden, Waffen, Helm, Armschienen, Stiefel, Vorlagen, Reittiere. Ja, meine Güte, was kann man denn hier alles kaufen? So, und dann gibt es hier unten zum Auktionator und dann reiten wir mal hin. Ah, der ist hier. Gut, also gut zu wissen, dass wir hier kaufen können. Speziell Verbrauchsgegenstand, Vorlagen. Hier kann man Heldenvorlagen machen. Da gibt es... Kann man sich hier auch Rüstung kaufen? Waffen, Helme? Wenn man nicht so schnell draufklickt, ist nichts, ne? Man sieht hier nichts. Was ist das hier unten? Guthaben 0. Mal sehen, das kriegt man wahrscheinlich aus den höheren Instanzen. Was haben wir hier? Holz... Rossstirn, Rossharnisch, Helden, Waffen, Helm. Jut, da haben wir hier noch gesehen. Ist, glaube ich, die Kaserne. Genau, da müssen wir mal zur Kaserne. Was brauchen wir denn hier? Level 1 Picken-Domänen, Pikeniere. Die sind, glaube ich, ganz gut. Kann man hier... Ach, hier unten, hier kann man das ja sogar noch besser sehen in der Kaserne. Muss man nicht in den Einheitenbaum gehen. Da sieht man dann die Ausrichtung so ein bisschen. Mehr Taktik. Die Level 1 Holzfäller sind mehr Taktik. Ja, dann machen wir hier die Pikeniere. 0 von 36. Herstellbar in allen Regionen. Kann nicht wiederverkauft werden. Kapazität 200. Ja, Bronzemünzen. Bumm. Die haben Rüstung. 100 von 100. 36 Leute. Das sind auf jeden Fall besser als die... Als die Pikeniere. Als die anderen, die wir da haben. Kann man die entlassen eigentlich, die anderen? Kann man die irgendwie wieder rausschmeißen, dass man sagt, oder leveln die jetzt mit und sind jetzt für immer drin? Das wäre natürlich noch interessant zu wissen. Forschungswarteschlange. Ei Gott, was ist das denn jetzt hier? Ressourcensammlung.
Ressourcen-XP. Ah, okay, die kriegen wir wahrscheinlich dann aus diesen anderen Standardinstanzen. Gut. Dann haben wir P. P müssen wir irgendwie wieder skillen. Entwicklung. Ja, 6 Kämpfe, 6 Siege, 100%. 300 Soldatenkills, 20 Heldenkills. Na bitte. Erfolge, Einheiten. Da sind die ganzen Erfolge drin. Da kann man auch noch Erfolge sammeln. Begutachtung, Besitz, 3 Einheiten. Annehmen. Gegenstand erhalten. Also man bekommt durch Erfolge auch noch Sachen. Das muss man ja auch wissen. Fähigkeiten können wir auch noch skillen. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Beharrlichkeit, stumpfer Schaden. Den nehmen wir mit. Ach, den hatte ich schon. Nur wo das Schloss... Okay, also wir machen hier. Das skillen wir und das skillen wir hier auch. Den Schnitt, den Paladin-Schnitt auch. Aber wie, keine Punkte mehr? Erforderlicher Waffenpunkte. Haben wir doch. Waffenpunkte, 530. Oder muss ich erst den hier freischalten? Mutig 2. Mutig 2 macht 2 Schnitte, ne? Zweimal drücken, führt 2 weitere Hiebe aus. Jeder Hieb verursacht... Oh ja. Hört sich gut an. Nehmen wir mit. Ist gekauft. Schildschlag 2. Hier führt 2 Male ein Schildschlag aus. Jeder Treffer verursacht... Na, den nehmen wir doch auch mit. Ich skill da mal einfach alles. Oh, Waffenpunkte sind jetzt alle. Schildschlag 2. Und den kriege ich jetzt hier so rein. Der hat 12 Sekunden. Der hat auch 12 Sekunden. Der macht Kampfkünstler 2. Können wir natürlich jetzt nicht freischalten. Das wäre natürlich noch schön gewesen. Jeder Treffer 60%. Stellt 4% eurer Gesundheit wieder her. Ja, mal hin, ne? Das nehmen wir auch mit. Ritterlicher Eid. Was ist das? Das sind dann so die ganzen Skills dann hier, die man machen kann. Entwicklung. Jot. Haben wir alle geskillt? Also U ist die Kaserne. Gut zu wissen. K ist Gruppe und Freunde. I ist Inventar, P ist der Charakter. So, das ist schon mal ganz gut. F5 ist Auktionshaus. Auch gut. F6 ist der Shop. Was ist L? Eskalation, das sind die Aufgaben. Ach, man kann da sogar hier oben klicken. Man muss das ja gar nicht anklicken. Und was ist das? Postfach. Hier ist ein Postfach. Gott. Dann haben wir das auch geklärt. Jetzt gehen wir mal zum Schultheiß. Mal sehen, was er jetzt sagt. Aufgabe. Eskalation abgeschlossen. Level 11. So. Nebenletzte Aktion. Mal gucken. Letzte Lektion heißt das. Und schalte Truppen frei verfügbar. Habe ich ja gemacht. So, ich hoffe mal, das zählt jetzt. Was will er denn jetzt? Attributspunkte wieder. Na, sehr schön. Machen wir mal einen auf Zähigkeit. Sonst will er doch wieder nur auf Rüstung. Und das? Ausbaugenehmigung. Jede Genehmigung erhöht euer Einheitenlimit um 1. Kann nicht wiederverkauft werden. Besitz ein Inventar. Und wo mache ich das jetzt? Packe ich mal hier hin. Vielleicht kann man das ja noch gebrauchen. So. Das heißt, irgendwo müssen wir es ja abgeben. Gleich in der Kaserne. Ja, wir machen erstmal einen Kampf, einen Testkampf. Also, Truppen frei habe ich schon abgeschlossen. Okay, also Aufgaben. Letzte Lektion, das haben wir. Beim Meister der Einheitenwerkstatt. Okay, also da müssen wir Truppen freischalten. Da gehen wir mal hin. Und machen dann jetzt erstmal gleich, bevor wir da jetzt, wir reiten da erstmal nur hin und dann machen wir erstmal eine Schlacht. Damit ihr mal seht, genau wie das hier genau funktioniert. Also es macht schon einen Heidenspaß, muss man sagen. Es macht einen Heidenspaß. Mit J kommt man ja rein. Wir könnten jetzt an der Feldschlacht teilnehmen, aber ich glaube, ich bin noch nicht bereit fürs PvP. Könnte man mal testen. Deswegen würde ich erstmal gerne hier nochmal ein bisschen üben. Um gucken, wie das dann hier so läuft. So. Nu, kommt mal her, Leute. Jetzt hauen wir uns mal mit den anderen. Hier unten seht ihr dann die Warteschleife. Das ist so ungefähr wie bei World of Warcraft. Ist das? Nee, World of Warcraft? Nein, Quatsch. Nicht World of Warcraft, sondern World of Tanks. So ungefähr ist das. Ne, man schließt sich halt den Schlachten an und dann kämpft man halt so in einer Schlacht. Also so eine Art Rundenkampf, den man dann hat.
wo man dann eben halt mit anderen Leuten zusammen, wie in World of Tanks, durch die Gegend fährt und dann sich da haut. Nur, dass das jetzt hier KI gesteuert ist und nicht von Menschenhand, das wird die Feldschlacht sein. Und es gibt aber auch Unterschiede. Man erhält nämlich Bronzemünzen, Ehre, XP und Gegenstände, wenn man das Ausbildungslager macht. Okay, es geht los. Und bei der Feldschlacht kriegt man nämlich noch Silbermünzen, Waffen, Rüstung und Vorlagen. Diese Silbermünzen braucht man wahrscheinlich für das Auktionshaus. Das sind wahrscheinlich diese Silbermünzen. Müssen wir mal gucken. So, was nehmen wir denn hier? Ja, ich nehme hier meine Domänenpikminiere hier. Die nehme ich. Die sollen ja leveln. So, wir haben jetzt die Zeit. Oh, das ist eine neue Map, sehe ich gerade. Es ist auch immer wahrscheinlich verschieden, welche Maps man nimmt. Also, oder die angeboten werden. Also, ihr seht ja die Punkte, die müssen wir einnehmen. A, B, C sind die Punkte, die Kreuze sind Versorgungspunkte. Das habe ich festgestellt. Wenn man da hingeht und seine Einheiten verloren hat, kann man sie da wieder erlangen. Unter bestimmten Voraussetzungen, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, soweit ich das mitbekommen habe. Ne? So, jetzt lädt das Ganze hier. Seht ihr ja, das erinnert mich stark an World of Tanks, dass dann die ganzen Ladebalken laden. Na komm schon, der eine, der hängt wieder hinterher mit seinem Internet, oder wie? Der will wohl nicht. Er ist wahrscheinlich... Nee, er will. So, Kampf beginnt in 2 Sekunden. Als allererstes mal schon mal den Punkt einnehmen. Und los geht's. Die Karte kenne ich noch gar nicht. Versorgungspunkt einnehmen. Das ist eine etwas größere Karte. Kann man auf jeden Fall seine Truppen befehlen, dass sie verteidigen sollen. So, capture the point. Alles folgt. Wir gehen auf Punkt B. Ah ne, okay. Punkt B ist egal. So, also ihr seht, das ist auch sehr starker Nebel hier. Wir müssen hier hoch. Ich sag mal, die sollen folgen, die Truppen. Oh shit, da kommt aber ein bisschen was. So, ich spring mal ab und mach mal hier ein bisschen Rambazamba. So. So, die machen wir alle. Haben wir von beiden Seiten. Bingo, den Punkt haben wir. Dann nehmen wir mal unser Pferd wieder und reiten weiter zum nächsten Punkt. Also es ist schon schön gemacht, auch mit dem Wetter, ne? Dass man halt eben auch nebliges Wetter oder sonniges Wetter hat. Und man kann echt taktisch gut... Oh, da ist... Erstmal hier Verteidigungsposition. Der versucht da meine Truppen zu töten. Das lassen wir aber nicht zu. Der ist tot, der Held. Jetzt rennen sie natürlich zurück, da kommen die nächsten. So, mal erstmal hier zurück. Komm schon. Oh, den haben wir auch kaputt gemacht. Noch ein Held. So, auch erwischt. Zurück. Aber meine Leute rennen wieder. Aber jetzt muss ich mal kurz zurück. Und... Ah, zurück. Moment. Kurz hinter die Linien. Kurz heilen. Das kann man natürlich im PvP-Kampf nicht machen. Die werden natürlich einen auf einen drauf gehen, so lange, bis man tot ist. Aber hier im NPC kann man das ja machen, sich dann heilen. Ich kann es immer... Ey, sag mal, hau mich nicht. So, einfach durch hier. Da ist wieder einer, ein NPC.
war ich gerade, glaube ich, betäubt. Also das ist hier ein Riesengemetzel. Aber es macht einen heiden Spaß, das kann ich euch sagen. Unser Sieg steht bevor. Wir müssen hier kurz den Versorgungspunkt einnehmen. Meine Pikeniere. Gleich erstmal Verteidigung einnehmen. Und nicht vergessen, wenn man sie verteidigen lässt, dann auch wieder mitzunehmen. Das passiert mir nämlich öfters. Ja, und dann kann man hier nämlich, wenn man seine Truppen verloren hat, gänzlich, oder kann man sie hier, oder stirbt, kann man hier wiederbelebt werden oder die Truppen wiederbeleben. Okay, das war's. Sieg! Und so levelt man halt und bekommt halt Basisbelohnungen, Punkte, Bronzemünzen, XP und dann nochmal irgendwie XP. Und man erhält hier natürlich auch diese Eisenabzeichen und natürlich nochmal extra Bonus. Ja, das waren 3 Minuten 49. Das ging flott. So, jetzt gucken wir uns mal das ganze Geschnetzle mal aus der PvP-Sicht an. Das wird dann nicht so einfach sein. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn das denn die Feldschlacht ist, die das PvP, das müsste man mal gucken. So, abgeschlossen haben wir jetzt beides hier, oder wie? Zum Schultheiß zurück, Einheitenwerkstatt. So. Hier ist die Einheitenwerkstatt. Gut. Aufgaben. Abschließen. Die Wachposten. Der Schulter wirkte äußerst erpicht darauf, euch weitere Einheiten zur Verfügung zu stellen. Eine Einheit, Dorfpatrouille, würde euren Einheiten sicher nicht schaden. Den nehmen wir mit. So. Und nun, Lagerverwalter. Beim Lagerverwalter müssen wir denn da hin? Ja, so, Kaserne, da klicken wir drauf. Und jetzt haben wir noch eine Dorfpatrouille. Prachtbauern, Holzfäller und eine Dorfpatrouille, ne? Holzfäller. Ne, Level 1 Holzfäller haben wir doch schon. Wieso muss ich denn die nochmal bauen? So, kann man auch irgendwas anderes bauen hier? Zum Beispiel so eine Dorfpatrouille. Bauen wir auch mal. Kostet Aufrüstung. Keine Ausrüstung. Ja, gut, perfekt. So, Einheit erstellt, haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt quasi von allem etwas. Wäre mal schön, wenn man wüsste, wie man diese Einheiten wieder rausnehmen. 136 können wir hier, ach Mensch, ja, einfach mal draufdrücken, freischalten. Das habe ich ja schon getan. Ich war da natürlich ein bisschen zu schnell. Das habe ich nämlich schon alles gemacht. Kann man jetzt die Quest noch abschließen? Zum Schultheiß. Ah ja, okay. Gut, jetzt habe ich natürlich in der Kaserne noch hier eine Dorfpatrouille gebaut. Die brauchen wir doch gar nicht. Kann man die irgendwie entlassen? Okay. Scheinbar geht das nicht. Wenn man die einmal erstmal gebaut hat, hat man sie gebaut. Naja, ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare dann auch reinschreiben, wie es möglich ist, denn die Einheiten wieder zu verticken oder kaputt zu machen aus der Kaserne, damit man neuen Platz hat. Oder ob das überhaupt geht. Weil ich weiß, dass man hier neue Sachen, Ausbaugenehmigung. Ach, hier kann man draufklicken. Guckt euch das an. Bumm. Und dann kriegt man hier einen zusätzlich, weil ich ja die Ausbaugenehmigung bekommen habe. Gut, hat sich auch erledigt. 4 von 9 Einheiten. Jo. Mal gucken, was wir dann noch da rauskriegen. Ja, das haben wir auch. Einheitentraining. Seid ihr bereit zu beginnen? Ich soll jetzt... Wie? Ich soll jetzt... ist der Schlacht beigetreten? Ja, was? Wie denn? Ich trainiere die jetzt. Das ist doch... Ach, das hatten wir doch schon letzte Folge. Das müssen wir ja doch nicht mehr machen. Ja, ja, das ist es. Okay, nee, da gehen wir wieder raus. Wir wollen ja die Feldschlacht... Da werde ich jetzt vielleicht ziemlich auf die Nuss kriegen. Ausbildung abgeschlossen. Na bitte. Also da kann man noch diverse Sachen machen. Und also dieses Gemosche, also wirklich dieses, das macht richtig Fun, Leute. Das macht richtig Spaß. Also. Es ist natürlich jetzt alles noch so, man muss da halt eben erstmal noch ein bisschen durchblicken. Aber wenn man erstmal durchblickt, dann geht das auch. Was ist das hier eigentlich? Der Waffenmeister. Waffen freischalten. Wie ihr seht, jetzt habe ich hier auch noch irgendwelche 100 Fähigkeitenpunkte. Kot, Schwert und Schild. Bogen. Ich schalte mal einen Bogen frei. So. Furchterregende Bögen habe ich jetzt auch. Da kann man beim Waffenmeister eben halt dann weitere Waffen freischalten.
Gehen wir mal hier zum Schmied. Was, weil hier sind immer ganz viele Leute beim Schmied. Oder bei der Veredelungswerkstatt. Ressourcen, einfache Materialien. Dann haben wir seltene Materialien. Und was haben wir hier? Epische Materialien. Fragt mich nicht, wozu die gut sind. Das werden wir noch rausfinden. Ich denke mal, das wird noch erklärt werden. Wir gehen erstmal zum Schultheiß. Oh. Okay. Da unten ist noch irgendwas anderes drin. Matching-Schlachten. Ah, Level 12 Event-Belohnung. Da gibt es dann halt kleinen Beutel mit Bronzemünzen und Sprachrohr. Ach, das sind so Einlog-Belohnungen, die man hier bekommt. Na, sehr schön. Haben wir also auch. Einloggen. Bin eingeloggt. So muss man draufdrücken. Aktiv. Aufgaben. Eieieiei. Da haben wir aber ordentlich. Mit Level 15 erreicht Level 50, in denen ihr in Schlachten kämpft. Aufgabe annehmen. Belagerungstechniker dieses Lehens bietet jedem eine Einführung für die Verwendung an. Nehmen wir auch. Vernichtet Bogenschützen. Nehmen wir auch. Das ist Nebenquest. Täglich für den Sieg. Siegt in einer Feldschlacht um, genau, 5 Schlachten, Standard oder Blutschlachten. Nehmen wir auch mit. Genau. Das war es eigentlich, ne? Und dann gibt es immer irgendwelche Truhen mit irgendwelchen komischen Sachen drin. So, nehmen wir alles mal mit hier. Gut, ich habe schon wieder irgendwie was oben freigeschalten. Ich habe schon wieder einen Punkt. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder auf Stärke hier. Oh, was ist das? Kleiner Beutel mit Münzen. Ah, 750. Sprachrohr. Wozu? Weltkanal erforderlich. Ja, alles klar. Jut. Heißt, wir könnten rein theoretisch Fähigkeiten, da gucken wir mal nach. 230 Punkte und dann schalte ich doch hier meinen Kampf. Der braucht aber 600 Punkte. Na, ist es denn? Hier nehmen wir den, nicht den Paladin, hier nehmen wir den Mutig 2, nehmen wir. Der macht, er hat zwar 20 Sekunden CD, Moment, jetzt muss ich mal ausrechnen. Paladin 1 macht 75% des Basisschnittschadens sowie 758 Punkte Schnittschaden. Und Mutig macht 100% des Basisschnittschadens und 1107 Punkte in 20 Sekunden. Ja, ist natürlich... Zusatzeffekt bei Paladin 1 ist noch, dass er 3 Sekunden lang das Ziel um 30% verringert von der Bewegungsgeschwindigkeit. Also der hat 8 Sekunden und macht 60% des Schadens, aber alle 8 Sekunden ist das möglich. Der hat hier 20 Sekunden. Mal gucken, was Paladin 2 macht. Der macht 903 Schaden. Abklingzeit 10 Sekunden. Ja. Aber ich nehme mal erstmal Mutig. So, das haben wir auch. Nee, das war es nicht. N, mein Haus. Ich kann ein Haus gründen, Allianzen. Aha, mein Haus ist sozusagen eine Gilde, die kann man gründen. Da gibt es also diverse Häuser. Und Allianzen. Also sprich, die können sich dann zu Allianzen zusammenschließen. So verstehe ich das hier. Aber darum kümmern wir uns mal später. Wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt... Ach nee, das war der Shop. Nee, das war es nicht. Dass wir jetzt erstmal kämpfen gehen wieder. So, Standardschlacht. Ah nee, Feldschlacht wollten wir mal machen. Wir schauen mal in die Feldschlacht rein. Aber da sieht man schon, bei der Feldschlacht ist die Wartezeit liegt bei einer Minute. Also die ist nicht so gefragt. Was Aktivität 2 Punkte bedeutet... Das ist eine gute Frage. Müssen wir mal schauen, was da jetzt rauskommt, weil es gibt ja hier schöne Sachen wie Silbermünzen, Waffen, Rüstungen und Vorlagen. Also es gibt ja auch verschiedene Maps, ne? Also die man hier dann spielen kann. Oder ist das hier... Ne, das sind dieselben, ne? Ja, es sind, glaube ich, dieselben wie beim Ausbildungslager. Ich dachte schon. Na, mal gucken halt. Müssten wir ja gleich Anschluss finden. Also schon schön gemacht. Man muss halt eben erstmal nur ein bisschen das Spiel spielen, das so ein bisschen auf sich wirken lassen.
Und man muss erst mal gucken, man muss erst mal reinkommen, weil man einmal seinen Charakter in den Stats skillen kann. Man kann Charakter, also Charakter-Stats und Charakter-Talente skillen. Man kann aber auch Einheiten-Stats und Einheiten-Talente skillen. Und die leveln halt eben auch noch mit. Also das ist dann halt, wenn man das so sieht, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann hat man eben halt noch Sachen, wo man halt Ressourcen farmen kann und so weiter und so fort. Also es ist schon ganz interessant, schon cool, schon cooles Spiel. Muss man sagen. Wenn man dann mal jetzt reinkommt. Also die Feldschlachten oder das Ausbildungslager KI, das geht eigentlich relativ gut. Das läuft auch gut. Da hat man 20 Sekunden Wartezeit und dann ist man drin. So. Aber ich glaube, vielleicht kriegen wir eine Feldschlacht. Ich warte mal noch. 1:46, 1:47. Jetzt sind wir schon bei 2 Minuten Wartezeit. Also es wird wahrscheinlich nicht so viel gespielt wie dieses Ausbildungslager. Ist dann halt eben so eine Art PvE-Farming hier oben. Aber ich würde ja gerne mal so eine Feldschlacht machen. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut. Leute. Ich würde sagen, wir versuchen das in der nächsten Folge. Die Feldschlacht nochmal. Standardschlacht habt ihr ja gesehen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge so ein bisschen Feldschlachten machen. Vielleicht ein bisschen Ausbildungslager. Ich versuche schon ein bisschen höher ins Level zu kommen, dass wir vielleicht sogar noch hier die Expedition machen können. Wenn es denn jemanden gibt, der die Expedition spielt, sollte eigentlich gehen. Ab Level 20 ist das möglich. Jo Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr Fragen habt oder Sachen habt zu dem Spiel, was man besser machen kann oder wie das funktioniert genau, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut.